herzlich willkommen in unserer Viva Decor Kreativwerkstatt. Heute möchte ich euch ein brandneues Produkt aus dem Hause Viva Decor vorstellen. Unser Chalky Vintage Look macht genau das, was der Name verspricht. Ihr könnt damit zum Beispiel einen wundervollen Vintage Look auf einfache Deko-Objekte für innen oder außen zaubern. Wie das genau funktioniert, möchte ich heute zeigen. Zunächst einmal brauche ich für mein heutiges Projekt diese beiden tollen Herzen, 4 Farben, die ich mir ausgewählt habe aus den 12, die erhältlich sind. Ich gebe zunächst von jeder Farbe etwas auf ein Tellerchen. Nun bekommen beide Herzen einen ersten Anstrich in einer Grundfarbe. Bei dem großen Herz habe ich mich für hellblau entschieden. Das kleine bekommt einen ersten Grundanstrich in hellgrün. Nach vollständigem Trocknen seht ihr schon, Chalky ist eine ultramatte Farbe. Aber noch ist weder ein Kreideeffekt noch der Vintage-Look zu sehen. Dazu benötigen wir einen zweiten Farbanstrich in einer anderen Farbe. Diesmal wird es eine andere Farbe bei dem großen Herz. Es wird nämlich das Rosa. Das kleine Herz bekommt einen zweiten Anstrich in dunkelgrün. Auch dieser zweite Anstrich muss etwa 10 Minuten trocknen. Um nun diesen Kreideeffekt und den Vintage-Look zu erzeugen, braucht ihr etwas Schleifpapier. Und werden die erste Schicht so weit abschleifen, bis die untere Farbschicht wieder durchscheint. Nun könnt ihr wunderbar den Vintage-Look erkennen. Den Kreideeffekt, den der Name Chalky verspricht, den kann man allerdings nur fühlen. Ich möchte meine Herzen noch ein bisschen verschönern und deswegen habe ich mir Stempel ausgesucht aus dem My Paperwork-Programm von Viva Decor. Ich benötige außerdem eine Stempelplatte, diese Silikonstempel werden einfach von der Trägerfolie abgezogen und auf dem großen Acrylstempelblock befestigt. Silikonstempel haften von selbst. Jetzt müssen wir den Stempel vorsichtig einfärben. Ihr braucht dazu zusätzlich einen Schaumstoffstupfpinsel. Und dann kann einfach auf dem großen Herz gestempelt werden. Für das kleine Herz möchte ich ein anderes Stempelmotiv verwenden, deswegen ziehe ich dieses Motiv einfach vom Stempelblock ab und tue es in Wasser. Auch hier ist es wichtig, dass der Stempel wieder schnell ins Wasser kommt und ausgewaschen wird. Denn Chalky ist eine witterungsbeständige Farbe, die würde also auch auf unserem Stempelblock haften nach Austrocknung. Aber wenn wir gleich alles abwaschen, ist das überhaupt kein Problem. Um hier wieder den Vintage-Look zu erzielen, werde ich wieder mit Schleifpapier einfach drüber schleifen.
So, ich bin zufrieden mit meinem Objekt. Und somit seht ihr, wie man wirklich zauberhafte Dekorationen machen kann mit Chalky Vintage Look, für alle Projekte, für innen und außen geeignet. Und jetzt braucht ihr nur noch ein paar kreative Ideen, aber da bin ich mir sicher, die habt ihr. Und dann könnt ihr tolle Sachen zaubern mit Chalky Vintage Look von Viva Decor.